UEFA Cup Viertelfinale nach dem Champions League aus war Manchester United gefordert, Wiedergutmachung für Fans war angesagt. Bei wildem Schneetreiben begannen Gäste vor. United war bemüht, Ruhe ins Spiel zu bringen. Nach rund 10 Minuten erhöhten Red Devils ihre Spielanteile, am 16er der Gäste war aber meist Schluss. Je älter das Spiel wurde, desto weiter zog Brighton sich im 4-5-1 zurück. United hatte Mühe mit der kompakt formierten Defensive. Nach rund einer halben Stunde fing Partie an zu verflachen. Es entwickelte sich das typische Geduldsspiel. Manchester attackierte dosiert, Brighton konzentrierte sich auf Abwehrarbeit, viele Torraumszenen waren den Fans nicht vergönnt. Doch nach 37 Minuten bekam Romelu Lukaku endlich entscheidende Flanke von Nemanja Matic perfekt auf den Kopf und brachte Hausherren mit 1:0 in Führung. Video: UEFA Cup Viertelfinale, Lukaku ist zur Stelle. Manchester United legt vor, jetzt lief das Spiel für den Favoriten. Brighton kämpfte weiter tapfer, schaffte es aber nicht, José Mourinhos Truppe entscheidend unter Druck zu setzen. Die Gastgeber nahmen den Vorsprung mit in Pause. Nach Wiederanpfiff brachte Mourinho Ashley Young für Luke Shaw, das System blieb gleich, ein positionsgetreuer Wechsel. Brighton steckte nicht auf und kam zu einigen guten Distanzschüssen, einen Sturmlauf konnten Seagulls aber nicht entfachen. Trotzdem ließ das Starrensemble den Gästen jetzt viel zu viel Platz und verhinderte so, dass Partie vorzeitig entschieden wurde. Eine Viertelstunde vor Schluss hatte Brighton seine stärkste Phase, der gefährliche Stürmer mit dem klangvollen Namen Jürgen Lokadia scheiterte mehrfach mit guten Schüssen aus der Halbdistanz. Kurz vor Schluss machten Gastgeber dann doch noch den Deckel drauf, Matic traf mit dem Kopf zum 2:0, 84. Zwei Standardtore verhalfen dem Favoriten zu einem klassischen Arbeitssieg. Idiot platzierter Kopfball, hier macht Matic alles klar für Man United. Manchester United zieht ins Halbfinale des FA Cups ein und wahrt Chance, mit Rekordsieger Arsenal, 13 Titel, gleichzuziehen. Die Stimme José Mourinho, Teammanager Manchester United, unsere Leistung war nicht so gut wie das Ergebnis. Wir haben den Sieg ganz klar verdient, aber wir haben nicht sehr gut gespielt. Wir haben nicht so gespielt, wie ich es von meiner Mannschaft erwartet hatte, wir haben nicht so gespielt, wie ich meine Mannschaft eingestellt hatte. Ich war mal wieder mit dem Aufrücken unzufrieden, daran sind alle Spieler schuld. Der Tweet zum Spiel: In jedem seiner letzten 5 Spiele für Man United hat Romelu Lukaku entweder getroffen oder ein Tor vorbereitet. Heute markierte der Angreifer das Vorentscheidende 1:0. Das fiel auf Tabula Rasa mit Sergio Romero, Luke Shaw, Juan Mata, Anthony Martial und Scott McTominay brachte José Mourinho gegenüber der 1:2-Niederlage gegen Sevilla 5 neue Spieler aufs Feld. Superstar Paul Pogba blieb 90 Minuten draußen. Die Statistik zum Spiel: lang ist's her, das letzte Mal trafen Manchester United und Brighton. Torschütze damals: Ryan Giggs. Video: Man United beweist Köpfchen, die Highlights gegen Brighton.